Ich habe über Angst. Aber Kleiderschrank liegt wirklich auf dem Boden. Das ist mein Outfit. Erste Impfung bekommen. Ich bin einfach froh, wenn ich es durch habe. War scheiße. Einiges passiert in den letzten. Mein Abi-Zeugnis habe ich auch. Situation right now. Ein Tag vor meiner mündlichen Prüfung, vor meiner letzten Abi-Prüfung. Alles auf Ex ins Kurzzeitgedächtnis. Ja, gut. Hier meine ganzen Lernzettel muss ich auswendig lernen. Ich habe mir Baked Oats gemacht. Dann noch ein Smoothie mit Magnesium, weil ich neulich über Migräne hatte. Es ist mittlerweile schon etwas später. Ich habe geduscht und ich hatte mittlerweile einen Call, wenn man es so nennen kann. Und zwar wegen unserem Abiball. Eigentlich hatten wir den komplett abgeblasen, weil es halt nicht möglich war. Und ich hatte damit auch recht abgeschlossen. Aber da die Maßnahmen bei uns gerade sehr gelockert werden und bald wieder bei uns Veranstaltungen möglich sind mit mehreren Leuten, planen wir jetzt wahrscheinlich doch was. Es ist übel geil. Ist jetzt halt ein bisschen dumm, dass wir es heute gemacht haben, aber es eilt halt auch extrem. Ich bin da sowieso eher so im Hintergrund, muss ich sagen, aber ab nächste Woche bin ich wieder vielleicht mehr dabei. Ich muss jetzt auf jeden Fall lernen. Ich habe vorhin schon Französische Revolution alles reingesaugt. Ich sehe, wie mein Zimmer gerade aussieht. Halleluja. Also hier mein ganzer, mein halber Kleiderschrank liegt wirklich auf dem Boden. Das ist langsam echt nicht mehr cool. Alles ist voll. Egal, ich habe da jetzt auch nicht so viel Zeit, das irgendwie zu verändern. Ab morgen starte ich wieder durch. Puh. So, ich habe den ganzen Tag noch ein bisschen gelernt. Ich hoffe, ich kann es. Ich hoffe, es kommt eine gute Aufgabe dran. Ich habe 3 Noten-Steps, die ich abarbeiten muss. Also was heißt abarbeiten muss, aber... Junge, ich habe so Augenringe. Halleluja. Oh. Die mir was bringen. Halt mit der ersten Note bin ich mit meinem Schnitt okay. Mit der zweiten Note bin ich sehr okay. Und mit der dritten... Das wäre sehr, sehr gut, aber das schaffe ich eh nicht. Also denke ich mal, deswegen... Das ist ja schon sehr hochgerechnet, deswegen... Hoffe ich auf jeden Fall auf meinen ersten Step, aber das denke ich, kann ich realistisch erreichen. Zweiten kann ich auch noch erreichen, kommt auf die Aufgabe drauf an. Hoffe ich, mal gucken, ob ich es schaffe. Ist auch egal, ich kann es jetzt eh nicht mehr groß ändern, ich werde jetzt noch ein bisschen durchlesen. Es ist 12 mittlerweile, ich glaube, ich bin vor keiner einzigen Prüfung in meinem Schulleben, außer vielleicht früher in der Unterstufe oder so, früh ins Bett gegangen. Vielleicht ist das der Fehler. Ich weiß es nicht. Oh nein. Vielleicht ist das der Fehler. Ich werde es nie rausfinden. Aber ich schiebe das Lernen ja immer schön weiter auf, ne? Ich bin nicht richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich aufgeregt bin. Eigentlich nicht. Gerade. Oh, ich habe aber Angst. Okay, aktuell bin ich noch nicht aufgeregt. Ich habe aber ein bisschen Angst. Also ich habe ziemlich Angst. Das ist mein Outfit. Ich habe mich ein bisschen schicker angezogen. Ich hoffe, meinen Lehrern gefällt. Ich bin gerade dabei, nochmal mir das ein bisschen durchzulesen, weil ich noch so 20 Minuten Zeit habe. Generell alles ganz entspannt angegangen. Ich bin einfach froh, wenn ich es durch habe. 1,5 Stunden, dann beginnt meine Prüfung. In 2 Stunden bin ich durch. Mit meinem Abi. Komplett. Ich mache meine Brille mit, dann wirke ich bestimmt schlau. 10 Minuten. Dann! Abi-Prüfung dann? War scheiße. Yay. War gut. Also nein, war nicht scheiße, aber es war nicht gut. Kack drauf. Wir sind dann. Ja. Wir sind dann. Wetter ist gut. Ja. So, ich bin zu Hause. Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Ich muss nie wieder für die Schule was lernen. Ich kann es nicht realisieren und ich bin noch wie immer, wie nach keiner Prüfung, satisfied, weil ich nicht zufrieden bin. Also an sich, ich hatte ein gutes Gefühl. Es kam bei mir Weimarer Republik dran und Revolution 48, 49. Die Aufgaben, also der Text, den wir hatten, war auf jeden Fall gut. Also kann man verstehen, ich hatte so übel, also nicht Konzentrationsschwierigkeiten, aber ich war irgendwie, also ich war... richtig verwirrt, so wegen Aufregung und so, deswegen konnte ich mir irgendwie den Text, ich konnte es nicht so gut nachvollziehen, also ich kann mich nicht so gut darauf konzentrieren, aber es ging alles eigentlich.
Also ich konnte mich nicht so optimal darauf konzentrieren, sagen wir mal so, es ging auf jeden Fall. Die Aufgaben waren auch völlig okay. Ich konnte, also ich, alles, was ich dafür brauchte, würde ich jetzt mal denken, konnte ich auch. Also es hätte mir jetzt nichts gebracht, noch mehr zu lernen. Also, na klar, kann man es immer besser auswendig können, aber es war jetzt kein Problem auf jeden Fall. Und ich habe auch die ganze Zeit geredet. Es gab keine stillen Pausen. Einmal habe ich was ein bisschen Dummes gesagt. Aber ja, war dann halt so. Ich hatte eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, dann ging halt die Prüfung los. Es war halt, wie gesagt, alles, ich habe die ganze Zeit irgendwas geredet. Ich hätte auch noch mehr reden können. Habe ich halt ein paar Fragen bekommen, halt, konnte ich auch alle einigermaßen, glaube ich, beantworten. Im Endeffekt kam jetzt nicht so eine gute Note raus. Also keine schlechte, es ist halt einfach durchschnittlich so. Aber ich hätte es einfach, also ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl nach der Prüfung, muss ich sagen. Und ich hätte es auf jeden Fall besser erwartet. Ich hätte noch 3 Punkte mehr gebraucht, um meinen Schnitt zu verbessern. Was ich aber auch gedacht hätte, dass ich das sogar kriege. Also mindestens 2 Punkte mehr hätte ich auf jeden Fall erwartet. Aber ich hatte auch echt kein schlechtes Gefühl. Ich frage vielleicht auch nochmal meine Lehrerin, woran es jetzt genau lag, weil, keine Ahnung, so, mein Schnitt ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Also es war zu erwarten, wie mein Schnitt ist, so. Also es ist einfach sehr durchschnittlich, würde ich sagen. Aber ich bin okay damit, aber ich hätte eigentlich mehr erwartet. Ich habe halt die Abi-Prüfungen alle ein bisschen, also sie waren alle nicht so gut. Ich hätte bei fast allen besser erwartet, außer bei Mathe, da war es besser als erwartet. Aber ansonsten hätte ich es besser erwartet, aber gut, kann man nicht machen, ich bin durch. Ich kann mich halt irgendwie nicht so freuen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mehr erwartet hätte und auch gedacht hätte, dass es besser ist. Ich hätte einfach mal gerne so ein richtig gutes Gefühl nach einer Prüfung. So, ich meine, nach der Prüfung, als ich meine Note noch nicht hatte, war ich auch nicht so mad. Also da hatte ich eigentlich ein ganz okayes Gefühl, ganz gutes Gefühl, auf jeden Fall kein schlechtes. Also ich meine, es war auch nicht schlecht, aber es war auch auf jeden Fall nicht gut. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auf die Fragen nicht so gut eingegangen bin und einmal auf die zweite Aufgabe eventuell. Also so schlecht fand ich es nicht. Ich glaube, da hätte ich es noch besser machen können. Ich konnte es ja auch, aber es war halt anscheinend nicht gut, keine Ahnung. Ich frage meine Lehrerin vielleicht, wenn ich Bock drauf habe. Mal gucken. Irgendwo mag ich mein Outfit voll gerne. Irgendwie dachte ich, ich mag es nicht, aber irgendwie, I like it. Ich zeige es euch noch mehr, wenn man es in meinem Haus nicht macht. Okay. Yes. Also, man braucht natürlich Schuhe. War eine gute Sache. Mein Zalando-Paket ist angekommen. Ich habe nämlich in letzter Zeit sehr, sehr viel bestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch die Sachen jetzt zeige, weil ich eigentlich mal vorhabe, einen Haul oder so zu machen. Aber ich gucke jetzt auf jeden Fall mal. Ich werde jetzt losfahren und das mit Freunden machen. Mein Zimmer ist ein einziges Chaos. Es ist echt schlimm. Aber ich freue mich und keine Sorge, es ist alles legal. Und das ist mein Outfit. Ich habe noch was zum Überziehen mit und so. Ich muss jetzt auch los. So, ich weiß irgendwie gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Aber wir haben mittlerweile Mittwoch. Genau. Ich habe auf jeden Fall mittlerweile, also vor 2 Tagen habe ich meine mündliche Prüfung gehabt und mein Abi bestanden. Also ich hatte schon vorher bestanden, aber ja. Ich war ja am Montag dann noch mit Freunden unterwegs. Und es war auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also der Abend, es war richtig cool. Es war auch so seit langem mal wieder so was Richtiges, weil es ja alles langsam auch wieder gelockert wird und so. Das macht mich so happy. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen angeschlagen gefühlt. Also nicht angeschlagen, aber meine Stimme ist gerade ein bisschen am Arsch. Ich habe mir auf jeden Fall gerade Frühstück gemacht, werde es jetzt draußen essen, auch wenn es windig ist, aber ich glaube, es ist trotzdem warm. Hello, es ist einiges passiert in der letzten Zeit. Ich habe irgendwie nicht so viel gefilmt, weil ich weiß auch nicht, ich habe so ein bisschen mein Leben gelebt. So, naja, ich hatte meine Abi-Entlassung, ich habe mein Abi-Zeugnis. Wait. Okay, ich muss das hier ein bisschen zuhalten, aber ich habe mein Abi-Zeugnis. Sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Freunden verbracht. Das Wetter ist gut. Life is great. Also wirklich, ich fühle es einfach momentan. Ich finde es richtig schön. Es gibt immer mal so wieder Downs. Ich war teilweise super produktiv. Teilweise habe ich einfach nur gechillt. Es ist halt so entspannt gerade. Und heute habe ich einfach meine erste Impfung bekommen. Es war so, so spontan. Ich bin heute Morgen zu meinem Kinderarzt gegangen und habe gefragt, ob die mich da irgendwie auf so eine Liste schreiben können. Weil
ich nicht zu einer Risikogruppe gehöre. Und deswegen habe ich einfach mal nachgefragt. Die Priorisierung hört ja jetzt auf, also hat ja jetzt aufgehört. Und deswegen habe ich halt mal nachgefragt. Und da meinten sie, ja, die melden sich, wenn irgendwas ist. Ich hätte das jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, es dauert mindestens einen Monat. Und nicht mal das hätte ich eigentlich erwartet, um ehrlich zu sein. Dann haben die mich einfach angerufen, so, dass ich vorbeikommen kann, weil die was überhaben. Und ich war so, ich habe mich so gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten, wirklich. Ich war so happy, dass ich jetzt einfach meine Impfung schon bekommen habe, weil ich es niemals gedacht hätte, also wirklich gar nicht. Genau, mein Tag heute war generell irgendwie nicht so nice. Ich habe mal ganz gut geschlafen wieder zur Abwechslung. Relativ zumindest. Ich habe mir relativ früh auch einen Wecker gestellt, deswegen ist das nicht so geil. Aber dann hatte ich eine Fahrstunde, es lief nicht so gut, weil ich mit dem Kopf wieder woanders war, weil ich anscheinend nächste Woche meine Prüfung haben sollte. Aber es ging nicht, weil ich diese Woche nicht so viel Zeit habe für Fahrstunden und das war dann alles kacke. Ich hatte richtig schlechte Laune und dann habe ich einfach den Anruf bekommen, ich meine Impfung bekommen kann und ich habe, mein Pflaster ist schon sehr, sehr nice, ne? Muss man sagen. Und mir geht's super gut. Danach war mir ganz kurz ein bisschen schwindelig, aber erstmal ist es ja normal und zweitens kann es auch Einbildung gewesen sein. Also es war nicht wirklich und jetzt mein Arm tut halt ein bisschen weh. Aber sonst geht's mir richtig gut. Und genau, morgen kommt eine Freundin zu mir, die ich so lange nicht gesehen habe. Und zwar die Samira. Liebe Grüße, wenn du es gerade siehst. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von euch daran noch erinnert, aber ich habe vor 3 Jahren mal so ein IBF-Treffen-Vlog gemacht. Da war ich in Köln und habe sie gesehen. Und morgen kommt sie einfach zu mir. Sie hat auch dieses Jahr ihr Abi gemacht. Und jetzt kommt sie einfach zu mir ein paar Tage und dann machen wir richtig coole Sachen. Ich freue mich so, so sehr. Und ja, wie gesagt, mein Abi-Zeugnis habe ich auch bekommen. Mit meinem Schnitt, ich bin okay damit, ich bin nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte besser laufen können, also meine Abi-Prüfungen hätten besser laufen können. Aber es ist okay. Was ich nochmal zu meiner mündlichen Prüfung sagen kann. Ich habe meiner Lehrerin nochmal geschrieben, woran es denn lag, weil ich halt eigentlich zufrieden war, relativ mit dem, was ich gesagt habe und meine Note dann nicht ganz nachvollziehen konnte. Und die meinte aber, dass sie das nicht sagen darf in der Abiturprüfung, dass es ein Beschluss ist, ein offizieller, keine Ahnung, frag mich nicht. Dass ich mir aber das Protokoll abholen kann. Ja, ansonsten, ich habe halt nicht so viel gefilmt, weil ich halt einfach, wie gesagt, viel mit Freunden gemacht habe und ich dann natürlich nicht so viel gefilmt habe. Aber trotzdem, es ist nice, die letzte Zeit war wirklich nice. Ich genieße jetzt auf jeden Fall meinen Sommer. Ich werde auf jeden Fall Videos machen, was ich jetzt so machen werde. Ich weiß es selber noch nicht ganz, aber ja. Bis zum nächsten Mal. Bye.